Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Faeser verbietet Neonazi-Gruppe Hammerskins Deutschland, ebenso deren regionale Ableger und Teilorganisation Q38. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wurden am Morgen Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern des rechtsextremistischen Vereins in 10 Bundesländern durchsucht. Die Vereinigung richte sich unter anderem gegen die verfassungsmäßige Grundordnung der Bundesrepublik. UN-Generaldebatte in New York. Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj vor Ort sein. Er will sich mit einer Rede an die Vertreter der 193 Mitgliedstaaten wenden. Auch US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz werden heute sprechen. Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich. Im rheinland-pfälzischen Ramstein beraten ranghohe Militärs und Verteidigungsminister zahlreicher Länder über die weitere Unterstützung der Ukraine. Wegen einer Corona-Erkrankung ist Bundesverteidigungsminister Pistorius nicht dabei. Im Vorfeld hatte er aber bereits ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 400 Millionen Euro angekündigt. Deutschland will vor allem weitere Waffen und Munition liefern. Neue russische Luftangriffe in der Ukraine. In Lviv löste nach Angaben der Behörden der Einschlag einer Drohne einen Brand in einem Lagerhaus aus und verletzte 2 Menschen. Auch andere Teile der Ukraine meldeten Angriffe. Alleine über der südukrainischen Region Mykolaiv wurden zahlreiche Drohnen abgeschossen. Polarlichter in Magdeburg. Das seltene Naturspektakel konnte unter anderem hier am Stadtrand bestaunt werden. Grund dafür war ein Sonnensturm. Polarlichter entstehen, wenn kleine elektrisch geladene Teilchen in Richtung Erde geschleudert werden und in die Atmosphäre eindringen. Das Wetter. Mal Sonne, mal Wolken und besonders im Süden sowie ganz im Norden und Nordwesten Schauer und einzelne Gewitter. An der Nordsee stürmisch. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.